Also machen wir Mauzi noch fertig hier. Nein. Frutus ist eher ein Name für einen Hund, oder? Was für ein Ding? Was für ein Viech hat er es genannt? Ah, ich kann nur eine Farbe ändern oder wie? Hä? Kann ich vom... Ah, nee, hier, Teile. Das sieht aus. Das ist falsch, was ich hier tue. Das ist falsch. Den kann ich nicht tun. Das... Nee, das ist... Nee. Das kann ich keinem... KI-Wesen antun. Die war so, glaube ich, ne? Oh ne, orange. Okay, keine Ahnung. Ja, wir lassen es so, glaube ich. Wie eine Rockerweste sieht das aus. Machen wir so. Huch. Ja, so lassen wir es, glaube ich. Fürs Feeling. So, was haben wir noch vergessen? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das machen wir auch so. Das lassen wir so, das haben wir, das haben wir. So. Also eigentlich müsste ich jetzt fertig sein, ne? Abschließen. Gib Palico, gib ein Palico-Namen. Oh.
Kann ich ihn Dieter nennen? Oh, was kann man hier zu nehmen? Was ist gut? Überlegung, hatte ja Vorschläge. Ja. Grüß. Ja. Also, ich habe jetzt den Katzennamen Lucky mal eingegeben, aber noch nicht eingeloggt. Charlie. Helmut. 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 Okay, ich nehme ihn Helmut. Mache ich. Das ist das gut. Hey, kann ich den Namen noch ändern? Wahrscheinlich nicht. Ist egal. Helmut. Helmut und Dunkelmut. Möchtest du das Spiel mit diesem Charakter beginnen? Ja. Oh nein, und nochmal von vorne anfangen. Bitte? So wie in Baldur's Gate 3, weil mir nichts eingefallen ist. Ja. Ja, was denn? Hera, yo! Wie wär's mit dem Trinkspruch? Oh, wie hast du einen Trinkspruch? Oh, jetzt geht's los. Okay. Auf die Top-Auswahl! Und die Kommission! Und die Kommission. Ich bin jetzt in der Cutscene. Also, sag mal, was ist deine Ansicht? Das sieht ein bisschen, ein kleines bisschen surreal aus, irgendwie. Grund aufsuchen. Nicht sehr realistisch. Naja, ist egal. Passt schon. Die Forschungskommission besteht jetzt seit 40 Jahren und die Gilde will endlich eine Antwort. Man sagt, die fünfte Flotte hätte die größte Chance, das zu knacken. Und ich glaube das auch. Hey, apropos. Top-Auswahlleute arbeiten meist in Zweierteams. Wie Zweierteams? Hast du schon deinen Partner getroffen? Ja, so wie die aussieht, so bestimmt auch das meine Partnerin. Ja, warum laufe ich da jetzt hin? Das kann das so nur heißen. Hör dir das an. Wird wohl ernst da draußen. Die Wellen werden größer. Das muss Landsichtung bedeuten. Land! Du bist doch in der Top-Auswahl, oder? Hey, Meets Meets. Das ist nicht Meets Meets, das ist Helmut. Ich bin keine Telepathin, aber ich habe ziemlich gute Ohren. Oh, freut mich sehr. Ich bin übrigens auch in der Top-Auswahl. Oh. What's happening? What's happening? Wow, was ist das denn? Oha, das Schiff geht hoch. Helmut, halt dich fest! Nein, Helmut! Helmut fällt runter!
Ja, jetzt sind wir runtergefallen. Oh, das kann ich nicht bewegen. Mal kurz nochmal den Sound umstellen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, ist da jemand? R1 oder L3 zum Sprinten? Ach, mit X kannst du nur Ausweichrolle machen oder was? Kannst du nicht richtig springen? Hallo? Ist da jemand? Ach, das, darauf wäre ich jetzt auch gekommen. Oh, hey, du bist es. Echt? Wir müssen etwas unternehmen. Hier sind wir nicht sicher. Hier entlang. Oh mein Gott, das Schiff, es fällt runter. Was hatten die denn für ein Patronengurt um, Alter? Spielt die mit Shotgun echt auch eine? Ja, schön, wenn man deine Kamera sich die ganze Zeit wegdrehen würde. Dann klettert die so langsam. Da muss ich jetzt hier nach rechts oder wohin? Ah, mit XP kann ich noch Sprinter springen. Oh, das tue ich gar nicht. Ey, was bist du hier, Mistviecher? Lauf, Emma! Au! Sprinten! Wie, Anlauf und springen? Oder jetzt springen? Ah! Yo, das hat funktioniert. Ist es eigentlich so die einzige Katze, oder oh, ist es ein Viech? Ist es so die einzige Katze, die du so im Spiel hast am Anfang, die oder? Gibt's mehrere. Die neue Welt. Ich habe gefragt, ob das die einzige Katze war. Nicht Katz. Nee, Katzin. Okay. Dummes Mistvieh, einfach abgeschmissen. Und Ladebildschirm. Oh. Okay, die Haare sind ein bisschen verbuggt in der Rüstung, das ist ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht. Das habe ich im Zelt gefunden. Da ist eine Karte drin. Nun, zumindest ein Teil einer Karte. Sieht aus, als seien wir ungefähr hier. Einsatzbasis der Forschung. Die Effekte sind aber cool. Dort sollte unser Schiff schlicht und einfach. Ich denke, es ist am besten, wenn wir als Erste zur Basis gehen. Die Karte sollte uns helfen, unseren Weg zu finden. Ja.
bisschen aus dem Looten. War hier nicht aus, wo ich herkommen bin? Ist ja gut, meine Fresse. Habe ich eine Taschenlampe? Hat das dieses Licht oder was? Kann man die Kameraperspektive irgendwie ein bisschen ändern? Oh, Tierchen. Schau mal, das Hauptquartier der Forschungskommission. Los, auf geht's. Dann lauf vor. Hier zu gelangen, müssen wir laut Karte... Okay, das mit den Haaren sieht echt scheiße aus, ey. Wenn die so durch die Rüstung backen, ey. Das ist echt scheiße gemacht, ey. Die Abdonos scheinen genauso gutmütig wie die bei uns zu Hause zu sein. Mal, was zur Hölle? Was? Ist das hier? Das hier. Und das hier. Ja, was ist das hier? Ach, Wildexpertin, okay. Wie sind die hochgekommen? Die Alte. Ach, einfach so hochgeklettert. Gibt es etwas? Die Speerkäfer versammeln sich. Oh, kannst du looten. Oh, das Looten sah geil aus. Eine Pflanze abmachen. Was für eine seltsame Pflanze. Hier drüben ist noch eine. Komm schon, ich glaube, ich habe den Weg zurück zur Basis gefunden. Ich habe den Spähkäfern vorhin beigebracht, wie ich rieche. Wenn du mich aus den Augen verlierst, folge einfach den Spähkäfern, dann findest du mich. Ich habe den Spähkäfern beigebracht, wie ich rieche. Was stimmt denn mit dir nicht? Ja, sind jetzt zwei Symbole. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Ach, ich muss vorgehen, ach so. Versteckter Ladebildschirm, verstehe. Was ist denn das für ein großer Gecko, Alter? Verpiss dich mal. Komm her, du. Schiebe den Zorn einzeln raus. Komm her, du. Ich hab ein Messer und noch ein kleineres Messer am Arsch. Provoziere keinen Kampf, wenn du keine Waffe hast. Wir müssen uns verstecken. Wie provoziere keinen Kampf, wenn du eine Waffe hast? Ich stand noch einen drin. Ah, da sind uns. Lauf, du fette Sau! Wohin denn? Halte nach Gebüschen Ausschau, in denen du wie im Gebüsch verstecken. Mit meiner Haarfarbe kann ich mich nicht verstecken. Oha, ist das normal? Aber meine Haarfarbe ist einfach genauso okay, wie mein Spielersymbol. Tarn und Tarn. Nee, ach so. Jetzt ist sie wieder orange. Okay, komisch. Ach so. Ach, das sind diese Geruchskäfer oder was? Das Grüne da. Sind die Viecher jetzt eigentlich weg? Was ist das? Was ist das für ein A hier? Alle weg. Warte, hier ist etwas. Ahem.
Och, Leute. Dann springen wir einfach. Hier ist etwas. Gibt's eigentlich Fallschaden? Ist gut. Ist hier nirgendwo Zeug zum Looten, Alter. Okay, das sieht aber schon cool aus. Kann ich denn eigentlich noch das um? Nein. War das Schmutz? Hier ist etwas. Erlebe in, was? Erlebe das Spiel in diesem Modus aus einer anderen Perspektive. Was ist das denn? Hier ist etwas. Grafik hat mehr allgemein mehr Priorität. Während Schatten und Objekte dargestellt. Aber was ist Bildschirmauflösung nicht auch Grafik? Warte, hier ist etwas. Habe ich das jetzt gemacht? Ja, habe ich, okay. Können wir hier doch auf den besten Einstellungen spielen? Warte, Sag mal. hier ist etwas. Lass mich viel kommen, ja, du dumme Sau. Schlagtukan, Alter. Was ist das für eine Spur? Alte Fußspuren. Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Nee, ich schau mir das nicht mehr an. Kannst du dir alleine anschauen. Ich will unten zum Strand gehen. Ey, jetzt kommt eine Cutscene. Aus irgendeinem Tierchen, Alter. Na, was soll ich denn da jetzt machen gegen das Vieh, Alter? Hat man nicht mehr eine Waffe, denke ich. Ey, ich will den Strand erkunden. Ach, das Vieh hindurch, der, ja. Habe ich Zeit, den Strand nochmal zu erkunden. Bewegung. Ah, schwimmen kann man anscheinend nicht. Die Fische bewegen sich auch nicht. Ist ja super. Das ist schon Sprinttempo. Gibt's so erhöhtes Lauftempo irgendwann mal? Bewegung. Okay. Sag's noch fünfmal mit deiner Bewegung, Alter. Fresse da jetzt. Oh mein Gott, wer ist er denn? T-Rex hier arm oder was? Klar, und das kleine Holztor hält die riesigen Monster da auf, oder was? Alles in Ordnung? Auf geht's. Ja, gut. Was hat er denn für eine überdimensional große Waffe, Alter?
Nach ihrer langen und gefährlichen Seereise kämpften sich Jägerin und die Wildexpertin durch den dichten Wald bis zum Hauptquartier der Forschungskommission Astera. Hä? Was ist denn das? Ladeleiste ist fast voll, auf einmal geht sie wieder runter, Alter. Hey, die gehen mal weiter runter, die Ladeleiste. Was ist denn da los? Okay. Beeindruckend, echt? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Oh, der dumme Typ schon wieder, ey. War hart, was? Seine Schmalzlocke da vorne. Finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Als wir euch nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Und wir wollten nach uns suchen gehen, haben uns aber dafür entschieden, es doch nicht zu tun. Hey, könnt ihr helfen? Entschuldige. Na, ist so. Wir hatten Angst um euch, wir wollten euch schon fast suchen gehen. Ja. Hättest du es mal gemacht? Wenn alle da sind, die immer noch da sind, dann hätte ich mich mal auf die Suche gegeben. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Sieh nur all die das zu fassen, Leute. Und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, Erkunden, Gelehrte, die forschen. Jäger, die Erkunden, Gelehrte, die forschen. Techniker. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe sie gefunden. Kommandant! Ich bin gerade noch in der Dings, Katzi. Willkommen in Astera. Ach, jetzt weiß ich, wie du das meinst, mit einem Satz und dann der Rest einfach nur Untertitel. Das ist ja bescheuert, ey. Euer Ruf eilt euch voraus. Euer Ruf eilt euch voraus. Die Gier hat euch beide höchsten Tungelo, komm verstehe. Dein pelziger Freund Helmut hat Helmut nach mir gesucht. Nun geht schon. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Paliko. Der heißt nicht Paliko, der heißt immer noch Helmut. Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Es gibt keine Rasse, das ist rassistisch. Wir sind alle eins. Und eins ist alles. Und. Genau. Ich Helmut, du Helmut, er sie es Helmut. Helmut, Helmutologie, die Lehre des Helmuts. Hier drüben. Geh doch noch langsamer, Alter, oh. Oh, kann man in die Luft gucken. Kommission, nicht wahr? Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater war bei der ersten, aber das war vor langer Zeit. Ich, ah, hat E1 durch die Karte gesucht. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der Welt. Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Die Schmiede, du wirst oft hier sein. Schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Was ist denn er dafür einen mit dem Schnauze, Alter? Das ist ja cool. Hier drin ist schön warm. Als nächstes gehen wir zur Kantine. Schau, Meister der zweiten Flotte. Technikchef. Der hat ja keinen Schnauze, sondern die riesen Nase, Alter, die rot ist. Oh, Kantine, das hört sich gut an. Essen ist immer gut. Hier drüben.
Wieso hat der Stein da den Kopf einer Katze? Wieso ist oben eine Katze, die sich zwischen den Schritt kratzt? Helmut! Hier bin ich, Helmut! Hier! Helmut! Helmut! Ich hab dich vermisst, Helmut! Ey, was springst du zu dir? Du bist doch ein Helmut! Ich wusste, du schaffst das. Gut, sie berufen den Rat ein. Kommt! Ja! Das ist die Frage, warum habe ich einen Helmut und die andere nicht, die Wittexpertin? Warum hat Helmut so einen riesigen Stab auf seinem Rücken? Eine Schaufel oder was ist, Alter? Ist sie riesig? Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte, hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Ja, das ist der Chef, der Zwerg da mit seinem fetten Schnauzer, Alter. Den mag ich. Kommen wir zur Sache. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Zora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Welt. Chefökologe. Ey, der Mauzi, der hat hier nur ein Auge da. Das sieht hardcore aus, Alter. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Technikstelle. Ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Sind schon dabei, Sir. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Wie auch verstanden. An die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Okay, wegtreten. Hier drüben. Aber es ist ein bisschen dumm, dass ich einfach ein Messer in der Rüstung, also auf der Rüstung ein Messer hinten drin habe und an der Seite rechts noch ein Messer habe, die ich benutzen kann. So, hä? Ach hey Mutter, was hast du gefunden, da tolles? Wir haben dir ein wenig Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Palico verwalten. Helmut! Miauchen, Miausterin. Wusstest du, dass du in deiner Schmiede Ausrüstung für dich herstellen kannst? Eichelspaten heißt die Waffe. Ja. Vitalitätswespenbombe. Okay.
Hä? Fußspuren? Was ist denn das Bogengewehr, Alter? Was ist das für eine Gatling da, Alter, mit dem du schießen kannst? Metall, du, den sag, hier ist er. Was ist denn eine Eisengewehrlanze, Alter? Ah, gegen Feuer und Ketten, ja, gegen Wasser? Ach, das ist ein Wächterhelm, okay. Ich habe mir jetzt einfach mal eine einzige Waffe mitgenommen, oder soll ich mir alle mitnehmen? Genau. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach. Ach, kann ich nur eine Waffe bei mir haben? Kann ich nicht 20 Sachen in meinem Inventar so haben? Kannst du entweder nur ein Schwert haben oder eine Fernkampfwaffe oder beides?
Was bringt Anhänger? Hm. Also, okay, bringt nichts, also wirklich. Hm. Das ist schon jetzt ein bisschen besser. Oder? Ich weiß auch nicht. So, rede mit der Wildexpertin in der Kantine. Ich hoffe, stört dich nicht vor anderen umzuziehen, das nämlich Mitbewohner, das hatte ich nicht gesagt. Nein, hier ist ein Bereich zur Verwaltung des Palikus neben deinem Bett praktisch, oder? So, zum Trainingsbereich braucht einmal wahrscheinlich Kraft, hier ist halt unter die Pfoten. Wildexpertenkleidung, die kann ich jetzt auch ändern. Das Problem ist, das hast du bei vielen Spielen, wenn du viele Spiele. Wenn es sie schon lange gibt, dann haben die immer mehr Stuff und mehr und mehr, dass halt nicht mehr so einsteigerfreundlich sind. Das ist cool, hä? Kokoto-Medi-Kleidung, okay. Ja. Okay, gehen wir die Grundlagen des Jagens durch. Erstens, halte deine Waffe bereit. Die Stechkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die selbst starke Monsterpanzerung durchdringen kann. Das Langschwert ist eine schneidende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Du kannst die Schleuder auch einsetzen, wenn du deine Waffe gezogen hast. Warte auf den richtigen Moment und schieß. Du brauchst Munition für die Schleuder. Siehst du irgendwo etwas Nützliches herumliegen?
kannst die Objekttruhe zur Verwaltung deines Inventars benutzen. Was? Nee, ich bin gerade im Trainingsbereich. Nach Angriffen ist eine Deckung offen, aber das ist es die Sache wert. Kreist du also immer mit Kreis oder Dreikern oder wie? Ist denn der Schmetterschwert, das große, das Schmetterschwert ist auch wie ein Katan ist auch ein Großschwert. Ach, ein Langschwert ist nicht eigentlich das gleiche so. Was kannst du mit dem Schild machen? Ach, mit R2 kannst du blocken. Schwert und Schild ist ein Nahkampfwaffenset mit Fokus auf Beweglichkeit und Ausweichen. Großartig für Einsteiger geeignet. Macht nicht so viel Schaden, Schwert und Schild, oder? Ich nehme mal viel. Oh, ich werde richtig Probleme mit Tränken, Leute. Ich trinke nämlich aus Reflex immer Fieg, weil bei vielen Spielen Fieg Angriff ist. Fieg ist ja auch Trank. Na, Schwert und Schild schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie ich hier beitreten sollte. Doppelklingen sind eine Nahkampfwaffe für schnelle Schlagsalven. Ihr Dämonenmodus ist stark, aber kostet Ausdauer. Beitreten. Da du diesen Teil der Geschichte nicht freistellst, kann ich nicht beitreten. Großartig, um die Aufmerksamkeit eines Monsters auf dich zu lenken oder abzulenken. Die Dornenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition. Greife dort an, wo sie feststeckt, um stumpfen Schaden zu verursachen. Was ist denn der Dämonenmodus? Au. Die Bombenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die schweren Schaden verursachen kann. Okay. Ich glaube, lange Waffen werden nichts für mich sein. Eisenhammer. Der Hammer ist eine mächtige Nahkampfwaffe, die Monster mit Hieben gegen den Kopf lähmen kann. Nee, kurze Schwerter, so meine ich. Also keine Langschwerter, kein Hammer und so, kein Großschwert. Jetzt kommt der Metall-Dudi, sag erstmal. Jagdhorn. Das Jagdhorn ist eine Nahkampfwaffe mit unterstützender Melodie, die dich und dein Team stärken. Was ist unterstützende Melodie, die dich und dein Team stärken? Ach, das macht Buffs. Jetzt kannst du spielen.
Jagdhund in Dudelsack, ey, ach du Scheiße. Da haben sich aber auch was einfallen lassen, ey, meine Fresse. Eisenlanze, ach du Scheiße. Hast du ein Schild in der Lanze? Eine Nahkampfwaffe mit starkem Verteidigungswert. Lauere in Abwehrstellung auf eine Chance. Du kannst die Schleuder auch einsetzen, wenn du deine Waffe gezogen hast. Warte auf den richtigen Moment und schieß. Hä? Ich keine Munition habe, kann das sein? Die Drachenkapsel ist eine mächtige Schleudermunition, die laut Gerüchten selbst Drachenälteste ausschalten kann. Ich glaube, ich werde das Zwillingsschwert auch nehmen oder Schwert und Schild. Die Gewehrlanze ist eine Nahkampfwaffe, die Geschosse abfeuert. Finde eine Chance und erledige dann die Beute mit Überfeuer. Gewehrlanze, was? Wie lädst du denn die Gewehrlanze nach? Ihre Schärfe. Geh auf Abstand und benutze einen Wetzstein. Irgendwie ist es irgendwie so ein bisschen surreal, dass du einerseits zwei kleine Mini-Schwerter hast und andererseits einfach eine riesige Lanze mit einem riesigen Schild einfach tragen kannst. Die Morph-Axt hat zwei Formen: Axt und Schwert. Schwertangriffe können mit Fiolenenergie verstärkt werden. Bitte? Ja. Okay. Oha. Wenn du... Wenn du eine Morph-Axt hast. Oha, die Morph-Axt hat auch was Cooles, wenn du einmal schlägst und greifst und voll Ausdauer hast, kannst du machen, das heißt, weder schwingen, dann schwingst du einfach links, rechts die ganze Zeit, bis deine Ausdauer leer ist. Also, das ist der Schwermodus mit R2.
Du musst deine Morph-Axt nachladen? Okay. Ich überlege noch. Die ist schon ganz cool, das Teil, aber ich weiß ja nicht. Ah, huch. Oh, was ist denn hier eigentlich drin? Proto-Kommissionsaxt. Die Energieklinge hat zwei Formen: Schwert und Axt. Sammle Energie in einer Fiole und entfessle sie mit der Axt. Oha, du hast ein Schwert und ein Schild, dann haust du es um zu einer Axt. Energieklinge, ja. Die Insektenglefe ist eine Nahkampfwaffe, die Kinsekten kontrollieren kann. Was sind denn Kinsekten? Ist auch nicht so mal. Du kannst zur Schleuder wechseln, während du mit deiner Waffe zielst. Oh, das ist ja cool. Du kannst orbitieren und dich ausweichen in die Luft mit der Glefe. Klauenangriff in der Luft. Okay. Ah, jetzt habe ich das ausgerüstet. Ah, dann kommt so ein Insektenvieh und greift das Ziel an, okay. Naja, bin ich mal gespannt, was noch die anderen Sachen so alle machen hiervon.